Eiskugeln könnte auch nur italienisch sein, das stimmt. Der ist griechisch. Der Rest hat angewidert den Kopf geschüttelt. Anhänger ankoppeln. So. Griechisch. Ne, da hätte ich jetzt lieber so eine Joghurt mit Honigkugel. Gutes Gyros mit Tzatziki. Da geht's nicht lang. Und richtig guten Zwiebeln, aber so richtig, richtig guten Zwiebeln. Die die Hose ausziehen, obwohl du gar keine mehr an hast. Warte mal, wenn du jetzt mit Zwiebeln anfängst, kommt ein Veto in 3, 2, 1. Da, welchen Chat, ne? Jetzt sieh's. Ich war vor 2 Wochen, da standen noch mehr, aber auch jede Menge DHL-Maschinen. Ich glaube, Leipzig ist tatsächlich auch ein DHL-Drehkreuz. Ja, das ist das europäische Frachtdrehzentrum von denen jetzt mittlerweile. Und wird nochmal um 70% vergrößert. Ich glaube, da vorne sehen wir, warum kein Zug hier lang fährt. Weil du auf der Strecke stehst? Nee, da steht alles andere auf der Strecke. Ach was. Naja, das Problem ist, Antonov hat ja dort diesen Reparaturstützpunkt, den europäischen. Aber da gibt es ja Streitereien, weil das ist so ein russisch-ukrainisches Mischmasch-Dingens. Und da gibt es momentan Streitereien und momentan überlegt man, aus Deutschland wegzugehen und das Drehkreuz nach, ich glaube, Polen war es, zu verlegen und den Reparaturstützpunkt. Obwohl aus technischen und auch aus Servicegründen die in Leipzig unheimlich zufrieden sind, aber man überlegt... aus politischen Gründen. Genau, der russische Part möchte das lieber nach Polen haben. Und die Besitzer streiten und diskutieren darum und dann gibt es jetzt schon Vertragsstreitigkeiten und naja, das ganze Promorium. Ich müsste hier eigentlich irgendwo mal wieder hoch. Ja, gut, fahren wir mal. Lang und hoffentlich. Bist du auf dem Weg zu den 2 Wachtürmen oder? Ich versuche es. Ich weiß nur nicht, ob ich hier von den Schienen hier unten wieder wegkomme. Okay, dann würde ich. Warum heißt der eigentlich falsch abgeholt? Das sieht auch schon weg. Hier liegt lauter Zeug neben den Schienen. Okay. Oh ja, so Container so, ne? Mhm, die kannst du aufkranen. Ja, vor allen Dingen auf den Schienen mit deinem Kran. Ich. Ich hab schon richtig Spaß. Ja, alleine am Gedanken bei. Ja, sehr ungewöhnlich, dass da eine stand. Kommt ja regelmäßig vorbei. Ja, die sollen wieder wegfliegen. Die sollen was tun für ihren Stützpunkt. Das ist der Grund, warum da kein Choo-Choo fährt. Ja, genau. Das Satishu. Der Grund. So, was haben wir an Aufgaben? Lagerhaus Gut. In den Bergen. Ein Frachtcontainer. Hier unten wegholen? Nee, ich muss weiter. Und da hochbringen. Das könnte man machen. Wo ist das Westlager? Direkt das neben dem Ostlager. Das macht ja sehr viel Sinn. Ja, das sind vielleicht 150 Meter Unterschied und ein paar Meter Höhe. Aber, ist das deine blöde Schiene irgendwie? Ist das Straße? Wenn es sehr geradlinig ist, dann ist es die Schiene. Auch wenn sie auf der nur auf der Karte so aussieht. Okay. Ich glaube, das ist die Schiene. Westen, die ich dann Osten, muss. Osten. Genau. Genau. Ah, da ist noch sind noch ein paar Gebäude im Schlamm. Kisten im Wald, das klingt ja aber gut. Betonwerk und dann da hoch. Was ist das hier? White Western Star, bin ich das? Nee, den habe ich da abgestellt, weil ich da Holzplanken brauchte. Achso, okay, ich wollte gerade sagen, ich fahre da gar nicht mit dem Weitwesten. Aber du kannst den gerne nutzen. Halt nee, ich nehme das große Brumm-Brumm-Tüt-Tüt. So, wenn ich darum fahre, kann ich den Upgrade da holen. Den Upgrade? Den Upgrade? Für das Gerät? Für der Gerät? So gut. Dann tun wir mal losfahren. Ich hole Frachtcontainer, ich mache Lagerhaus in den Bergen. Dem. Du kannst mich dann bergen.
Belsen. Hast du das gesehen? Okay, kommen wir nochmal zurück zu dem Singen. Lass mal reimen. Reimen ist nicht gleich Singen. Reime sind für Schleime. Sei denn, du hast aus dem Lehrbuch Reimen ohne zu schleimen. In den Bergen, Bergen. Ja. Besser als in den Bergen Pilsen. War aber schon mal schneller. Was? Warum ist das jetzt hinter mir? Achso, rechts rum. Okay. Ah, ich war ein bisschen faul. Ich habe mir nicht so viel Punkte gemacht. Aber der war jetzt ein bisschen komisch. War an der Kreuzung, wo ich hin musste, und plötzlich ging es nach rechts hinten. Aber was fährst du denn dafür? Ich fahre den schnellsten Weg zum Upgrade. Mhm. Okay, glaube ich das einfach mal. Ja, ich glaube es auf jeden Fall. Oh, korrigiere. Ich fahre den schnellsten Umweg zum Upgrade. Ah, den Umweg. Mhm. Oh Gott, hier sind mehr Schilder. Schauen, Garage, Tunnel. Abwärts. Ist auch schön, wenn du gerade bei mir in den Stream gucken kannst. Hier ist ein, weil du vorhin gesagt hast, ich bin ja so doof, ne? Hier ist ein Schild, Tunnel nach rechts, und das andere sagt Tunnel nach links. Okay. Das ist, ich meine, es gibt ja zwei Tunnels, aber. Naja, heißt die Tunnellen? Also, ihr wisst schon. Multitunnel. Loch im Berg. Multitunnel nennt sich das. Multitunnel. Apropos Multitunnel, ich könnte mal wieder nachtanken. Müssen wir aber auf der Feiglinge, ne, tanken. Ja, ich habe aber keine Lust, das Auto mit dem Berg hochzuziehen. Da bleibe ich lieber drinnen sitzen und tank nach. Der schnellste Umweg ist ein schönes Paradoxon. Den schnellsten Umweg, nur hier auf dem Kanal. So. Für den Koloss 74760 gibt es aktiv. Upgrade aktiviert die Abwehrkräfte oder so ähnlich. Okay, der Baum bewegt sich einfach, indem ich vorbeifahre. Das ist nichts aus. Absolut nichts aus. Jetzt bin ich da unten. Schwebende Bäume, wenn ich dann rankomme, sind sie plötzlich brav am Boden und an der Seite. Okay. Steht hier. Ich muss da unten runter. Was? Irgendwas mit Rigi ist schuld oder so. Ist das, glaube ich, gerade. Also Schilder stehen auf der Map hier wie blöd rum. Das war die blödeste Stelle, um hängen zu bleiben. Ja, Schilder stehen hier auf jeden Fall. Ich will sehen, was ich. Ach, jetzt häng ich wegen der blöden Schnauze. Was macht denn gerade? Warum? Nee, ich hätte ihn nicht runterpurzeln dürfen. Vor allem so. Ja. Das ist eine sehr unglückliche Haltung. Aber gut, dass du gut getankt hattest. Ja, ja, es war sowieso nur beim Reservesprit, also von daher. Vor allem, ich kann die Kamera nicht so wirklich drehen, wie ich sie haben möchte. Ja, aber es ist eine sehr schöne Haltung, die du da so hast.
Wenn du jetzt mit einem weiteren LKW dort langkommst, kannst du quasi drüber wegfahren. Ja. Jetzt übrigens an deinem froschgrünen White Western. Ja, also das an deinem Green Western quasi. Hier geht's jetzt aber abwärts. Meine Na, das geht doch. Ja, aber hier ist Galat. Auf der Brücke, auf die Brücke. Danke für den Clip. Ich hoffe, du hast auch einen Clip gemacht, wie ich hier rausgekommen bin. Ist ja langweilig. Ja, ich bin rausgekommen, ohne nach Hilfe zu schreien. Nur weil du Angst vor Hohn und Spott hast. Den hätte ich doch so oder so gekriegt. Du warst Hahn und Spott. Hahne und Sporte, genau. So, Straßensperre wurde aktiviert. Ja, aber warum aktivierst du die? Weil das einfach die Aufgabe ist, die hier rumliegt. Also hier hinten ist richtig Glatteis. Und ich bereue es gerade, keine Schneeketten aufgezogen zu haben bei meinen letzten zwei Werkstattaufenthalten. Ja, das ist ja, also das ist jetzt nicht mein Problem, oder? Na doch, wenn du mich gleich abschleppen musst mit dem großen LKW-Dingens hinten drauf hier, Container. Ich kann ja jetzt gleich mit dem White Western vorbeikommen, der hat nämlich genauso keine Schneeketten. Ja, fahr mit dem mal noch 100 Meter weiter, da kommt die Schräge runter, wo es dann so richtig schön glatt wird. Da fahre ich da nicht, da sag ich da nur noch, hui! Hui! Hier sind wir in Kanada, ah. Oh, hui! Ich habe all meinen französischen Akzent reingesetzt, den ich habe. A wonderful. A wonderful Akzent. Mhm. Oh, so. Da will ich nicht runterkippen, komm, da fahre ich das mal aus. Die Straße, die eine Schiene ist. Oh, für den Schaden braucht für den Spott nicht zu sorgen. Oh, hier liegen noch 35.000 Container rum, die man aufsammeln kann. Sehr schön. Zwei brauche ich jetzt gleich. Ich suche nur den Weg, wie ich auf diese Schienen drauf komme. Hier ist nämlich alles zugestellt, die Honks. Ja, das ist das Problem. Die Schienen sind mit allem möglichen Scheiß zugestellt. Unter anderem mit Container. Andere das Frage, ist so ein Reifen wichtig? Nee. Du hast doch eh gesagt, du wolltest mit Kette fahren. Ja, genau. Auf Kette oder auf Stahlfelge, das macht ja keinen Unterschied. Richtig. Einmal sanft hinten angedotzt, Reifenschaden, Federung kaputt, also weg quasi. Kann jetzt ja eigentlich nichts mehr passieren. Richtig. Ich meine, siehst du, wenn der Reifen platt ist, geht er nicht mehr kaputt. Kisten im Wald. Ah, guck an, da hinten liegen noch Fahrzeugersatzteile. Sehr schön. Und zu dem Ding muss ich irgendwie außenrum. Selbstrettung unter der Brücke. Das war jetzt aber der Schleimer-Clip. Meine Zuschauer mögen mich halt. So, ich glaube, ich werde mal World of Warships, Entschuldigung, reinschauen. Viel Spaß und noch denk auf der Brücke ist schöner als unter der Brücke. Ach, je nachdem, wenn Tornado vorbeikommt, dann ist unter der Brücke auch ganz schön. Und mach sie alle fertig. Kommt drauf an, wie tief die Brücke dann fliegt. Ja, aber dann bist du immer noch unter der Brücke. Das heißt, du bist geschützt von dem Zeug, was oben drauf landet. Ja, oder erschlagen. Nee, ist ja eine Brücke. Ist ja keine platte Gegend. Ja, aber die können noch auch einbrechen. Oder ist eine Brücke, die eingebrochen ist, dann keine Brücke mehr, sondern eine Platte? Ja, genau. Genau das. Was? Ja, wenn du jetzt hier schon philosophistisch wirst, dann müssen wir das auch, Nee, das Holzklappenstellbrückending konnte ich leider nicht reparieren. Dafür fehlte die Aufgabe. Ich wäre jetzt hier echt gern runter von den Schienen, aber. Fahren wir den langen Weg. Entdecken wir nochmal 2 Meter. Wie komme ich denn hier rein? Hilfe! Hier will ich nicht rein, hier will ich nicht rein. Das ist doch ein bisschen tief. Voll leise, Chantalle. Und vergiss den Schnorchel nicht. Okay, gucken wir mal, wo du bist.
Okay, du bist hinter dem Metallrahmen. Wo willst du hin? Kann natürlich sein, dass irgendwo eine Aufgabe, eine der großen Aufgaben heißt, repariere die Holzbrücke. Die habe ich noch nicht geprüft. Aber ich glaube, die wird es nicht geben. Vermute ich mal stark. Houston, ich habe ein Problem. Wo willst du eigentlich hin? Das ist mein Problem. Ich will hier rechts in das Fabrikgelände und bin jetzt hier so schön den Schienen gefolgt. Da musst du noch ein Stück geradeaus und dann die Straße rechts abbiegen. Hätte jetzt gedacht, dass ich hier durch will. Ich sehe es gerade nicht auf. Ich sehe es nur auf der Karte. Ich will jetzt unten zum blauen Hangar vom Strommasten lang. Blauen Hangar? Was ist der blaue Hangar? Ach, ist das der blaue? Ach, der blaue Hangar. Ja, ja. Du musst geradeaus. Ja, und dann rechts. Ja, du musst halt. Ich komme aber aus der Richtung, das ist ja das Witzige. Ich bin ja da die Schienen lang gefahren. Ich habe halt nur den Abstieg nicht geschafft, weil mich die Schienen nicht mehr runtergelassen haben. Genau, und jetzt musst du da. Ich bin quasi wie auf Schienen gefahren. Das ist sowas aber auch. Auf Schienen wie auf Schienen fahren. Ja. Das ist auch gefährlicher Wasserstand. Und da gibt es den ersten Motorschaden. Das ist dein Problem nicht, du hast ein Problem. Okay. Apropos Schienen. Was ich da rein von Simulationstechnik gesehen habe, Train Live, könnte vielleicht auch interessant werden. Wenn es natürlich einen Multiplayer bekommt. Und wenn es nicht so überteuert wird wie die anderen Sachen, die es so gibt. Du bist ein Problem. Du hast eins. Also normalerweise, wenn es eine Aufgabe dafür gibt, sind meistens diese gelben Kringel drumherum. Also ich vermute mal, es gibt keinen. Ah, guck an, da hinten liegt noch ein Trampentieflader mit zweimal Rohren drauf. Wer kennt sie nicht, die Trampentieflader? Die Trampelfietrader. Was? Was? Also die Trampeltieflader. Hier wäre jetzt so ein Anhängerport echt nett. Könnte man sich den leicht ramponierten LKW echt so ein bisschen reparieren. Aber da steht, glaube ich, keiner rum. Aber Sprit steht hier. Das ist schon mal positiv. Glaube ich, hier steht nämlich so ein ganz großer Tiefdingser. Also. Du machst gerade die Lagerhaus in den Bergen, richtig? Ja. Dann brauche ich das ja nicht tun. Feldsturz in der Schlucht. Ah, Holzplanken und Stahlträger. Dann gibt's. Ah, dann gibt's da noch das Holz. Das ist ja schön. Versuchen wir das doch mal. Vielleicht wäre es noch eine gute Idee, die Verfolgung zu starten.